Moin moin und hallo, es ist gar nicht viel passiert, ihr habt nicht viel verpasst, wir sind in derselben Position wie eben. So, es geht weiter und ich traue mich jetzt, obwohl ich gerade sehr froh bin. Ich glaube nicht, dass ihr von hier seid. Tja, ihr sitzt draußen fest in einer Nacht der Jagd. Ah, ihr armes Arm. Sympathische Dame. Ich glaube nicht, tja. Okay, sag nichts mehr. Legen wir uns mit dem Dicken an. Da sind diese bescheuerten Raben. Die sind richtig eklig. Finde ich. Gut, da oben komme ich auch nicht weiter, weil da oben ist auch so ein Dickmops. So, meine Wege wären, ich könnte mich hier an so einer Stelle droppen lassen, dann würde ich hinten rum wieder ins Level kommen. Oder halt, das Problem ist, Molotov. Das finde ich nämlich ganz cool in dem Spiel. Müssen wir mal kurz gucken, wie das funktioniert. Ja, genau. Wie funktioniert denn nochmal Werfen von Items? War das so, glaube ich. Das geworfen und das geworfen. Jetzt ist er nämlich gleich tot. So. Puh. Molotow-Cocktail und eine Fackel. Dann haben wir das nämlich schon mal. Was nämlich besonders cool jetzt ist, der erste Boss, der auf uns zukommt, eine wilde Bestie. Eigentlich kann man sich dem Spiel merken, alles was Fell hat, mag brennen nicht wirklich sehr. So. Kalt. Hat denn nochmal dieses Einsichtsding? Ich weiß, dass hier nochmal so ein Fettmops kommt. Und halt so ein Jäger mit seinem Wauwau. Mit zwei Wauwaus. Also ich muss sagen, die Pistole haut schon rein. So, jetzt kann ich hier mal ein paar Minuten reingucken. Jo. So. Ach Gott, das sind zu viele. Der Hund wird nerven. Kann ich einen von euch anlocken? Ja. Ihr seid verflucht! Freut mich. Nein, gestorben zu sein. Warte. So. So, jetzt aber. Ich dachte, man soll schleichen. Ja, in dem Spiel kannst du ja nicht wirklich schleichen.
Und das waren jetzt so viele und jetzt habe ich zum Glück das irgendwie noch super gelöst. Ich versuche ja gerade so lange wie möglich mal zu überleben. Weil ich ja auch diesen bescheuerten Weg nicht mehr laufen will. So. So. Jetzt du. Komm, kleiner. Fifi. Komm, komm. Komm, komm. Ja, komm. So, heilen. So. Blutfiole wieder. Also die kriegst du wirklich nicht. Dann habe ich das völlig falsch gespielt. Ja, in dem Spiel... Apropos, Anna, hallo, ich war eben nur im Kopf. Freut mich, dass du ein bisschen mit zuguckst. Nee, in dem Spiel schleichst du nicht, sondern du bist darauf angewiesen, eigentlich mehr in Konfrontation zu gehen und schnell zu agieren. Wo du ja zum Beispiel, in, wie ich eben schon gesagt habe, in Dark Souls bist du ja mehr so der Tank, der alles aushält. Und in dem Spiel ist es dann halt so, dass du... Ach, da, die sind ätzend. Kann ich mich da vorbeischleichen? Ich will noch nicht die Runde kämpfen. Genau. So, da war was. Blutsteinscherbe. An sich kann man sich drei Sachen oder unter den Souls-Titeln von From Software ein bisschen was Verschiedenes merken. Dark Souls ist quasi der Tank, der bringt einem das Abwehren mit Schild bei. Bloodborne ist das Spiel, in dem ausgewichen wird. Und, genau, und Sekiro ist das Spiel, in dem musst du kontern lernen. Also alle Hauptmechaniken, die Dark Souls oder beziehungsweise From Software gerne benutzt, werden in diesen Spielen einem beigebracht. Kiesel. Irgendwo gab es aber schon eigentlich, ich weiß nicht mehr wo. So. Kann es sein, dass du die ganzen Bots rausgeworfen hast? Deine Benutzer im Chatliste ist so aufgeräumt. Nee, eigentlich nicht, aber es kann sein, ich hatte vorhin, ich weiß nicht, du hast gestern ja auch irgendwas probiert. Ich habe das vorhin versucht, aber die ganze Zeit kam mein System, also Mobot, und ich konnte nicht mehr drauf zugreifen. Die sind ätzend, die sind so mega schwer. Würde ich mich ungern stellen. Diese nämlich echt ätzend und nervtötende Figuren. Na, hast du was für mich? So. Dann geht dort weiter.
Siehst du, hätte ich den Molotow nicht vorher geworfen, hätte ich noch viel mehr Arbeit da reinstecken, den umzunieten. Und eigentlich würde ich die aber gerne haben wollen für den Bosskampf, weil der ist auf jeden Fall sinnvoll. Aber gut, jetzt prügel ich mich da so durch. Was man halt noch sagen kann, Bloodborne hat ja das Design von Dark Souls 3 vehement beeinflusst. Also, es ist ja hier schon ein sehr detailliertes Level, sprich mit hier Elementen, mit schönen Soundelementen, auch wenn Demon's Souls die Neuauflage jetzt richtig geil aussieht, aber die haben hier schon viel, wenn man sich Dark Souls 3 anguckt, angenommen davon. Items sind da, um genutzt zu werden. Aber mehr jetzt nicht. So. Hier war doch, genau, da war eine Leiter. So dumme Ratten. Toll. Kann ich die irgendwie noch schießen? Da will ich mich irgendwie nicht durchprügeln. Da geht es nämlich noch zu einer anderen Ecke, die mir nicht so viel bringt. Außer Kleidung, die ich bereits habe. Ja komm, dann gehen wir nochmal zurück. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich dieses eine Einsichtsding herbekomme. Das macht mich wahnsinnig. Ach ja. Ich versuche gerade uns mal das, die Probe ist irgendwie seit die Webbox zu machen. Aber weiß nicht. Nee, lass das erstmal. Sag mir einfach, was du da benötigst. Ich würde das dann für meinen Stream halt auch selber dann machen. Da musst du halt kein Geld für ausgeben. Das ist Schwachsinn. Ich will ja gegen sie kämpfen, aber ich will es auch irgendwie nicht. Schick mir einfach mal in Discord oder so den Link, weil ich weiß ja auch gar nicht, wo du das eingestellt hast. Schick mir mal einfach den Link, wo du das machst, wie du das benutzt. Und dann gucke ich da mal mir das an und würde mich dann auch drum kümmern, dass das halt... Seht ihr, wie es mich reizt, aber ich... Ich mache den hier. Ja, kurz ein bisschen voller. Da muss ich mich da nicht durchprügeln. Und ich habe ja PayPal und alles dazu. Du musst kein
quasi kein Geld für meinen Let's Play Channel ausgeben. Ja, hier waren ja die. Tut mir leid, Rika, das siehst du jetzt gerade nicht, aber das ist klar. Sticht doch noch einer herum irgendwo. Da! Hier läuft doch noch irgendwo einer. Hab ich doch. Sicheren Zufluchtsort? Noch nicht, aber den nenne ich dir, junge Dame. Nein, ich weiß, dass sie alt ist und ziemlich verbittert. Aber ja, ich kenne da einen Zufluchtsort. Genau. Das ist eigentlich der Weg zum... Also, den ersten Boss, den man begegnet, ist eigentlich kein Hauptboss, den man haben sollte. Oder der einem direkt angreift, sondern der erste Boss... So viel. Ich will da jetzt aber nicht droppen, weil da unten ist ätzend. Genau. Ich brauche halt immer noch Einsicht. Irgendwo finde. Das hier ist nämlich der Weg zum Boss. Zum Hauptboss, zu Vater. Och, jetzt hätte ich jetzt noch den Namen wüsste. Und der ist a pain in the ass, sag ich euch. Der ist richtig unangenehm. Kann ich dir schicken. Ich hatte das jetzt auch für meins und Fullscreen eingerichtet. Und das kostet im Jahr nur $40. Deswegen dachte ich mir, es lohnt sich da das dann für alle ganz gerne. Achso, ja, ja, mach das. Dann schick mir das und dann gucke ich, ob ich das selber dann mache. Musst ja nicht alles machen. So. Da geht es hoch zu den Wölfen. Shortcut. So. Genau, ich muss leben. Bitte, Gnade, ich muss leben. Scheiße. Erstmal machen wir diese Tür hier auf. Das Item da hinten hole ich noch nicht, weil das ist eine Falle. Mein Blut. Gib mir mein Blut wieder. So, genau. Und jetzt können wir nämlich das hier öffnen. Ja, mach das. Und perfekto. Shortcut ist schon mal auf. Gutscheinschärfe.
das hier erledigt. Da unten sind zwei Dickklötze. Der alte Mann, das zeige ich euch mal, guckt mal hier. Der hatte eine Schrotflinte. Oder eine Büchse. Damit hätte er uns fertig gemacht. Als die Jagd begann, hat uns die heilende Kirche verlassen und die große Brücke in die Kathedralenbezirk blockiert. Da in diesem mondhellen Nacht Altianam ab. Altianam, auch noch ein sehr interessanter Ort. Also die haben sich hier ein bisschen was einfallen lassen. So, jetzt haben wir hier das Spiel. Da war einer. Sieht man da im Hintergrund vielleicht so ein bisschen wabern. Und da ist einer. Wir machen jetzt erstmal den. Und dann legen wir diesen Typen hier. Haben wir den. Haben wir das auch. So, und hier geht's hoch zu den Wölfen. Die können wir auch gleich noch schießen. Schnack. Riecht wie die. Ihr macht nicht lange. So, da sind die Wölfe. Da geht es weiter. Wir könnten aber jetzt mal gucken. Wölfe. Kommt ihr? Lauf, 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 lauf. Und so schießt man die. Die stehen jetzt hier in der Tür. Greifen natürlich noch an. Aber wie ihr seht, ich mache da kaum Schaden. Luft holen. Nee, das war's. Ich will die ganze Zeit. Jetzt sieht man, ich habe ihn jetzt gesteckert. Kann man hier auch schön üben. Nein. So, probieren wir nochmal. Komm. Ich weiß, das ist eine mega lame Taktik, aber zum Anfang kriegt das mega viel. Einen haben wir. Und ihr seht, die anderen, die schweren Typen schon, haben 73 Blut gegeben. Die hier geben 200, 300. Ja, komm. Komm, komm. Keine Munition mehr, verdammt. Nein, nicht weit. So, dann nochmal. Und tot. Mein Problem ist, ihr wüsstet gar nicht, wie gerne ich dieses Blut ausgeben möchte. Aber ich werde es nicht ausgeben können, weil ich diesen einen Punkt der Einsicht nicht finde. Und wenn ich den nicht finde, kann ich nicht in den Jäger trauen und dort leveln. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal kurz was machen, was ich eigentlich nicht so mag, aber ich werde mir das mal kurz anschauen. Also, ich mache kurz eine kleine Pause. So. Und zwar mache ich hier.
Okay, ich weiß jetzt, wie es weitergeht. Und zwar ist es so, ich war schon auf dem richtigen Weg, wollte mich nur mit Leuten nicht anlegen. Und zwar müssen wir zur Kanalisation, die wir hier waren. Jups. Genau. Kanalisation. Ja. Und müssen uns doch den Ratten stellen. So. Genau. Und jetzt müssen wir hier runter uns mit den Ratten anlegen, die mich nerven werden. Auf die ich gerade keine Lust habe, aber es muss sein. Wo haben wir den Ratten? Warte mal gucken. Da ist einer. Könntest du bitte aufhören, ein Arsch zu sein? Kann ich mich da unten nicht irgendwo droppen? Also hier. Gucken wir mal. Genau, also. Irgendwo sollte ich mich droppen lassen. Blut, da ist ein Typ. Da müssen wir gleich nochmal mit Molotov leider ran. Wenn ich das eigentlich nicht möchte. Aber es geht nicht. So. Ratte AD, würde ich mal sagen. So. Nein! Wieso hast du den Molotov verworfen? Ich muss ja doch in den Nahkampf. Aber daneben. Riegel, reiß dich mal. Stirb! Puh! Und das ist der Trick. Ich wollte jetzt einfach keine weiteren Sachen. Ja, erstmal Kleidung gefunden. Ist die besser? Ja, ein ganz Jägergewand. Ich finde immer noch eins der hübschesten Gewänder in Bloodborne. Her, du Rattenvieh. Komm. So. Also für den Bosskampf lohnt sich dieses Gewand zu machen. Ja, komm. Autsch. Wir holen das Blut zurück. Man muss da wirklich so oft draufhauen wie möglich. Komm. Da. Und los. Die sehen auch richtig schön eklig wieder mal aus. Bam. So. Ja. Und jetzt noch du. So.
So, dann sind wir hier schon mal was weiter. Jetzt gucken wir mal. Ach, jetzt ist ja diese Drop-Kram hier. Wie komme ich denn da am besten jetzt runter? Ich glaube, hier komme ich gar nicht runter. Gibt es noch einen anderen Weg in die Kanalisation? Lasst mich mal kurz nachdenken. Ja, gibt es, stimmt. Es gibt noch einen anderen Weg. Da komme ich nämlich von da. Dann kann ich nämlich da auch abkürzen. Weil hier würde ich nicht, das kriege ich nicht hin. Entschuldigung, falscher Weg, aber wir erkunden das Spiel. Und ich habe jetzt eine Rüstung, die hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Eigentlich immer so. Und mir ist auch bewusst, dass ich keinen Deprieve-Charakter genommen habe, also keinen, der komplett schon unterlevelt ist, dass ich erstmal alles selber level. Aber so macht das mir einfach mehr Spaß. Und so habe ich halt den ersten Wolf mal erlebt. Wir räumen hier gerade so ein bisschen auf. Ein großer Drop lassen. So, hier droppen. Hier entlang. Da runter. Da geht es jetzt also doch in die Stelle, auf die ich weniger Lust hatte. Aber naja. Genau. Aber dann gucken wir erstmal. Leute. Hier haben wir schon den ersten NPC. Oh, eine Jägerin, nicht wahr? Und nicht von hier. In was für ein Chaos ihr hineingeraten seid. Und dann noch diese Nacht von allen möglichen Nächten. Hier, ein Begrüßungsgeschenk für die neue Jägerin. Macht euch auf das Schlimmste gefasst. Es gibt keine Menschen mehr. Sie sind jetzt alle blutgierige Bestien. Ihr seid noch immer... Was ist los? Das macht nichts. Ohne... Was macht ihr? Ihr eine Jäger... So, warte, sagt ihr noch was? Was macht ihr eine... Okay, dann gucken wir mal kurz, was haben wir bekommen. Ah, war der Gegenstand. 6. Gegenstand. Wie war denn das mit dieser... Ah, da. Du. Aber wir gucken mal. Wechseln. Jetzt wollen wir natürlich das gucken, was wir gerade bekommen haben. Ah. Cooler Move. So, jetzt müssen wir trotzdem weiter. So. Irgendwie müssen wir uns hier sauber droppen. Danke. So. An sich müssen wir nach da ganz runter. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir uns droppen lassen können, ohne direkt weiter zu droppen. Ja.
Was macht der denn da? Da ist so ein Typ mit Stäbchen. Dem würde ich jetzt erstmal noch aus dem Weg gehen. Okay, was wir machen, wir werden jetzt den Scharfschützen ausschalten. Nehmen wir uns hier drop. Genau. Drop. Warte, wir nehmen vorher noch einmal Blut. Und sagen. Ne, wir warten, bis der da weg ist. Ich will das Risiko so krass wie möglich minimieren. So, und jetzt droppen. Perfekto. Er hat nichts mitbekommen. Silberkugeln, die wir ja hier bekommen. Ah, guck mal. So. Das hat mich jetzt selber erschrocken. Alter. Bin nicht mehr so jung. Den da hinten angelockt. Da war hier noch irgendwo einer. Geh jetzt rum. Da geht's runter. Ich glaube, es war der Typ von da hinten. Ja, bei denen gibt es nur Munition meistens. Halt gut, das sind halt so diese Instant-Seelen. Ja, mal weg drüber. Hätte ja noch mehr Glück. Jetzt will ich mal kurz was gucken. Ich habe ja eben ein Item bekommen. Neues Erwachen ohne Blutechos zu verlieren. Ah, okay, damit kann ich dann zurück. Das ist schon mal sehr gut. Komm ich denn da raus? Machen wir jetzt mal die Krähen hier. Ich bin überrascht, zumindest vom Anfang habe ich noch relativ viel im Kopf. So. Haben wir das auch erledigt? Da hinten noch ein Item. Ich muss auch noch mich da runterfallen lassen. Ich weiß auch, dass hier bald ein Shortcut wiederkommt, den ich freischalten kann. Ölurne, das ist schon mal sehr gut für den Kampf gegen die Bess. Oh, ich freue mich, also hier gibt es noch einen Monstertyp, der ist richtig ätzend. Guck, da drüben waren wir vorhin. Hier unten ist so Unsinn. Da unten irgendwo? Rote Krähe? Nee, okay.
Dann droppen. Auch eine Blutsteinscherbe. Die sind dazu da, um auszurüsten. Das verbessern. Hier sitzt ja hoch. Hier sitzt ja nicht gut. Ich glaube, jetzt kriegen wir unsere Einsicht. Da liegen Sachen. Wissen des Verrückten. Und das ist jetzt perfekt. Jetzt haben wir nämlich das, was wir brauchen. Das benutze ich jetzt gleich. Und dann können wir nämlich ganz gechillt leveln. Ich will nicht zu wenig werden, aber ich will mich immer noch so gut können. So. Ob ich den jetzt so schnell wegkriege, halte ich mich damit auseinanderzusetzen. So. Jump. Fast übersehen. Heil. Da. So. Da sind auch nochmal Ratten. Okay, hier sind anscheinend überall Ratten. Ja gut, ist auch eine Kanalisation. Was habe ich denn erwartet? Ich habe ja wieder Munition. Ja, Rika muss gerade Limbo spielen, leider. Ich hatte keine andere Steckdose bereit. Und dann hört ihr auch schon, wer uns da demnächst dazukommen wird. So. Krieg ich dich. Nicht greedy werden. Das geht fast nach hinten los. So. So. Wurfmesser eingesammelt. Oh, der Sägespeer. Eine erste andere Waffe. Ich bin überrascht, wie ich mich schlage. Ja, Rika platziert sich noch. Rika platziert sich. Mach nur nichts an. Was ist? Da steht nichts mehr drin. Stimmt, jetzt hab ich alles. Ich muss ja runter. Oh, oh. So, dann hier bleiben. Hier könnte man sich jetzt auch droppen, aber das sind Ekelviecher. Ist nicht schwer, aber nervt. Und wir schalten den Shortcut frei. Ja. Ich
mach gleich kurz Pause, erkläre ich es dir, schalte dich ein und dann sind wir zu zweit noch für eine Stunde. So. Ja, aber erstmal hört man dich nicht. Noch einmal Wissensfort. Jetzt wird es aber hinterhergeworfen. So. Ach, der ist noch dicker. Den mache ich. Und zwar. Ich muss mich erstmal wieder an die Buttons erinnern. Rennen! Aus mich sterben! Puh. Ich hab eben mal was gesagt von nicht greedy werden, ne? Verdammte Sünde. Ihr wollt mich dazu bringen. So, Radiotisch kannst du die Kopfhörer schon aufsetzen. Aus Himmel ist dieser Verdorbenheit. Ich motze mich selber an, weil ich im Stream und im Chat gerade alleine bin und man unterhält trotzdem den Stream. So. Perfekto. Was hörst du denn? Hast du gerade das gehört? Ja. Verdammte Fremde. Ihr wollt mich dazu bringen. Das ist jetzt gehört, dass ich mich mit jemandem unterhalten habe. Oh. wie kommen wir denn da rüber? Jetzt hört man dich. Warte. Dich hört man gleich, wenn ich es eingestellt habe. So. Wir schalten auch den Shortcut frei. Unterhalten uns danach mit diesem Mädchen hier. Ach, Gerät. Und Dicker darf dann gleich den ersten Boss probieren. Uhu. Du hast dich letztes Mal um den ersten Boss gedrückt. Was hast du denn für eine Waffe? Weißt du noch welche? Vielleicht die Länge? Naja, was war denn das für eine dreckige Lache aus dem Hintergrund? Ja, mit solchen pubertären Sprüchen arbeiten wir heute. Also, würde ich sagen. Es geht in der nächsten Folge weiter mit unserem super coolen Lauf, wo wir noch nicht einmal gestorben sind, zweimal schon das Wissen der Alten gesammelt haben, oder das der Verrückten, und jetzt schon leveln können, bevor wir den ersten Boss besiegen, und das mit 6129 Blut. Ich finde, das ist sehr gut. Bis denn. Und das reimt sich. Was sich reimt, ist immer gut.